Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher des heurigen Regenbogenballs. Es gibt einen wirklich schönen Grund, warum ich heute nicht mit euch tanze, feiere, mich freue, lache und rede. Denn ich bekomme in Gent, in Belgien, den Preis für mein LGBTI-Lebenswerk überreicht. Und zwar von Savaria, der großen flämischen LGBTI-Organisation. Und die haben ihr Fest immer, jedes Jahr, auch am Samstag, am ersten Samstag im Jänner, so wie der Regenbogenball. Mein Lebenswerk, das mag für manche so klingen, als ob ich mich jetzt ganz zurückziehe. Aber nein, keine Sorge, denn es stehen mit der Europawahl 2019, Ende Mai, ganz wichtige Wahlen an. Da werden jene, die uns, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Intersex-Personen, queere Menschen, back to the closet, zurück in die eigenen vier Wände schicken wollen, die werden mehr werden. Sie werden, da bin ich überzeugt, nicht die große Mehrheit sein. Aber es wird notwendig sein, dass wir bei EuroPride 2019 Ihnen zeigen, dass wir mehr sind mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Deswegen feiert heute, tanzt, freut euch und kommt mit ganz vielen Freundinnen und Freunden zu EuroPride 2019 und zeigt allen, dass wir viele sind und dass wir die Freiheiten auch genießen, die wir uns erkämpft haben. Danke.